Wasserstoffzentrum H2 in Bozen. Hier wurde der 9. Euregio-Umweltpreis verliehen, der von den Landesumweltagenturen in Tirol, Südtirol und Trentino gemeinsam mit Transcom ins Leben gerufen wurde. Insgesamt 93 Projekte wurden 2017 eingebracht, davon 52 in der Kategorie Projekte und Ideen und 41 in der Kategorie Maßnahmen und Aktivitäten. Es ist wirklich beeindruckend, diese Vielfalt von Vorschlägen, die aus der ganzen Europaregion Tirol kommen, zu erleben, aber auch das Engagement, mit dem diese Ideen vorangebracht werden. 35 Projekte kamen aus Südtirol, 14 aus Tirol und 44 aus dem Trentino. Ziel dieses Wettbewerbs ist es, Unternehmen und Privaten in Tirol, Südtirol und dem Trentino die Möglichkeit zu geben, ihre Umweltideen der Öffentlichkeit vorzustellen und innovative Projekte zu fördern. Der Preis ist wichtig, weil tatsächlich die Umweltprobleme nicht abnehmen, sondern eher zunehmen. Und es ist also ganz besonders wichtig, dass die Zivilgesellschaft die Probleme erkennt, an ihrer Lösung mitarbeitet und letztendlich auch dahinter steht, weil allein die Verwaltungen und auch allein die Politik sind nicht in der Lage, diese Probleme zu verbessern, zu lösen. In der Kategorie Maßnahmen und Aktivitäten wurde der erste Platz an die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und die Stubaitalbahn GmbH verliehen. Der zweite Platz ging ex aequo an die Südtiroler Umweltaktivistin Magdalena Gschnitzer, die sich seit Jahren für den Schutz der Meere einsetzt, und die Federazione Trentina della Cooperazione. Ich mache ganz viele Umweltschutzprojekte, besonders im Meeresschutz, weil die Meere sehr wichtig für uns sind, auch hier in Südtirol. Viele Menschen denken nicht daran, dass die Meere hier in Südtirol, die sind sehr weit weg, also glauben viele Menschen, das geht uns eigentlich nichts an. Das stimmt einfach nicht, die Meere betreffen uns alle. Und zwar aus dem Grund, weil die Meere mehr als 2/3 des Sauerstoffes auf unserem Planeten herstellen. Wenn wir uns nicht jetzt kümmern, dann haben wir einfach in 20 Jahren ein riesiges Problem. In der Kategorie Projekte und Ideen wurde dieses Jahr kein erster Preis vergeben, dafür zwei zweite Plätze. Diese sicherten sich das Versuchszentrum Leimburg und Bioenergia Trentino SRL. Alperia hat zusätzlich den Energiepreis Südtirol im Wert von 2000 Euro für die beste Idee zum Thema Energieeffizienz bzw. erneuerbare Energien vergeben. Dieser ging an die Stadtwerke Brixen und die Sozialgenossenschaft Via Nui für ihr Umweltbildungsprojekt. Alles Müll oder was?